Toll. Herzlich willkommen zu Flairtender VR hier beim Servitalizer. Ich werde zum Barkeeper. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr jetzt. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar in den Kommentaren stehen, falls ihr Fragen habt. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. So, gucken wir mal, was ich so als Bartender drauf habe. Viel Spaß. Und dann sind die immer voll. Okay, pull me for beer. Moment. Okay, scheinbar können wir uns selber nicht betrinken, das macht ja nichts. Also Flairtender VR, squeeze me with the grip. Ah, okay, man kann hier also die Zitronen auspressen. Okay, und hier ist eine Kirsche scheinbar, ne? Sieht aus wie eine Kirsche, okay. Create your drinks here. Cola, Soda, Ginger Beer und Tonic. Okay. Hm, kommt nichts mehr raus. Grab aus Scope Ice. Ah, ja, machen wir mal ein Whisky hier, ne? Ja. Okay. Da muss wahrscheinlich was rein hier. So, jetzt ist das Ding voll. Cash, Drink Mode. Okay, aber was soll ich jetzt? Change the menu. Ich glaube, das war das Tutorial. Ach, Whisky Sour, okay. Correct glass, correct liquid amounts, correct garnishes and speed. Whisky Sour, okay. Ja, aber wo kriege ich jetzt neue Gläser her? Ist hier noch irgendwas drin? Nee, können wir auch nichts aufmachen. Okay, gehen wir erstmal ins Hauptmenü zurück. Machen wir mal hier dieses Tent-Bar-Ding. So. Whisky Cola. Okay, wir sollen, glaube ich, zuerst anfangen. Whisky on the rocks. Gut, wir sollen hier also ein Glas nehmen. Wir brauchen 3 Einheiten. Oh, bisschen zu viel. Macht nichts. So, Whisky on the rocks. A+. Ha, cool. Okay, wir haben schon ein bisschen Geld verdient, scheinbar. Jetzt brauchen wir Whisky Cola hier nochmal. Ja, also scheinbar, wir greifen uns die Gläser einfach. Machen ein bisschen Whisky rein, wie viel? 3. Okay. So, noch ein bisschen Cola. So. Und noch ein bisschen Eis mit rein hier. Haben wir was jetzt mit Eis? Okay. Schon wieder A+. Alter, ich glaube, ich bin der geborene Barkeeper. Okay. Ist ein bisschen schwer zu lesen teilweise, aber das macht ja nichts. Also wir brauchen jetzt nochmal Whisky Cola. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Whisky. Und ein bisschen. Oh. Fuck. Das Falsche reingekippt. Egal. Noch ein bisschen Eis. Und es gibt bestimmt nur ein B. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt bestimmt nur ein B. Noch mehr Whisky. Können wir eigentlich auch doppelt machen? Komm, machen wir doppelt hier. Zack. Zack. Ah, nicht ganz. Zack. So. Ein bisschen viel. Ha. Nichts drauf. Ach doch, bei dem einen, der möchte hier Eis haben. Auch nochmal A+. Also wenn man zu viel ausschenkt, ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. So, ein Whisky und ein Whisky Cola. So, Whisky 3. Hier auch nochmal 3. Und hier nochmal ein bisschen. Der erste möchte Cola haben jetzt. So. Und jeweils der möchte Eis haben. Whisky Cola. So. 36,20 habe ich jetzt schon gemacht. Alter, das ist eine Whisky Bar hier. Ha. Nice, okay. Whisky, Whisky. So. Ich glaube, ich schenke viel zu viel aus hier. Der eine möchte Eis haben. Fuck! Der Drink war kurz auf dem Boden, nicht so schlimm. Du kriegst einen Wodka. Alter. Moskau Mule. Okay, so. Also brauchen zuerst bei beiden, achso, bei dem einen brauchen wir 3. So. Bei dem anderen nur 2,5. Okay. Hey, wir haben noch Tequila, haben wir auch noch. Okay, Ginger Beer. Ginger Beer. Ich glaube, das war das hier. 5 bis 7,5 ungefähr.
muss man rechnen hier. Also als Barkeeper darf man scheinbar nicht betrunken sein. Und ein Lemon ist das, ne? Ja, Lemon Juice, okay. Das muss ich ein bisschen ausdrücken. Ja, ich glaube, das war's. Zurück. So, noch ein bisschen Eis hier rein und er kriegt oben drauf. Boah, sexy! Sehr schön, das haben wir. So, Wodka. Wir brauchen. Ah, Wodka haben wir schon reingefüllt. Und noch ein bisschen Soda. Ich glaube, den Rest mit Soda, ne? Ah, ich glaube, der Rest mit. Ja. So. Lemon. Und noch ein bisschen Eis. So. Ha, haben wir A+. Gut. Gucken wir, ob wir jetzt neue Sachen freischalten können. Ich möchte neue Gläser haben, auf jeden Fall. Oh, da sind Shots. Shots sind immer gut. Und ich möchte noch eine neue Bottle haben. Wir müssen die Bayern mal ein bisschen voranbringen hier, ne? Kann nicht sein, dass wir hier nichts läuft. So. Okay, wir haben neue Getränke. Wir haben jetzt hier Gin, Tequila und Orange Juice. Erstaunlich, dass wir für Orange Juice so viel Geld in die Forschung investieren müssen. Könnt ihr auch Rezepte selber erstellen. Create new. Create a drink and place it on the mat. We'll name it once you're finished. Okay. Also wir nehmen mal hier mal ein richtiges Glas. Packen erstmal ein bisschen Orangensaft rein. So, 2,5. 2,7. Machen ein bisschen Cola rein. So. Noch ein bisschen Bier. Orangensaft, Cola, Bier. Das klingt schon ein bisschen spooky. Aber egal. Dann nehmen wir noch mal irgendwas. Ich glaube, das ist Tabasco hier. So. Noch ein bisschen Gin rein. Das sieht doch jetzt nach einem leckeren Drink aus, oder? Ja, das ist nicht schön. Orange Juice. Cola, Bier, Vermouth. Ach, Vermouth, das hier, okay. Das schauen wir auch. Und Gin. Drink Name. Nennen wir mal Zombie. Nee. Ahol, bitte. Ahol. Ahol! Click to save. Was ist das? Click save again to confirm. So. Ahol. Sehr schön. Ja. Das Ding ist fertig. Wir haben unseren ersten eigenen Drink kreiert. Perfekt, ey. Was will man mehr? Ja, das war das wunderbare, fantastische Flairtender VR. Es steckt natürlich auch so ein bisschen in der Entwicklung und naja. Also viel machen kann man hier nicht. Was ich sehr schade finde. Aber gut. Wir haben ein paar Drinks freigeschaltet, wir haben irgendwelchen Geistern Sachen serviert, wir können hier mit Sachen in der Gegend herumwerfen. Zwei Gäste sind in der Bar, der Fernseher läuft nicht, keiner spielt Billard. Der Billardtisch ist auch viel zu groß für die Menschen, die hier stehen. Don't drink and drive, and vibe. Nichts vergessen, wir können hier Sachen kaufen und uns reinfüllen. Also, ja, es ist, um ehrlich zu sein, ein wenig enttäuschend. Sagen wir es, ist ein wenig enttäuschend. Also, es ist natürlich Early Access. Es ist die Version 0.14, die wir jetzt hier gerade gespielt haben. Ja. Ihr habt es gesehen. Ich habe jetzt, weiß nicht, ich habe jetzt 20 Minuten gespielt. Und es reizt mich nicht. Also, ich werde kein guter Barkeeper. Die Steuerung ist akzeptabel, die ist gut, die Steuerung. Man kann es sehr gut bedienen. Es lässt sich sehr einfach handhaben, aber der Rest ist eher enttäuschend. Also ich warte nochmal auf eine neuere, auf die nächsten Versionen, vielleicht werde ich es nochmal spielen. Ansonsten für so zwischendurch, für 15 Minuten Spaß, ist Flairtender, würde ich sehr zu empfehlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bei Florian von... Sagt Florian von Sir Metalizer, ja, nein. Ciao, bis bald, sagt euch der Sir Metalizer.